Herzlich willkommen zum Intro-Video der Textaufgaben zu Proportionalitäten. Ich heiße Florian und werde dich durch diese Videoreihe begleiten. Da du ja bereits weißt, was eine direkte und eine indirekte Proportionalität ist, werden wir gleich mit einer Textaufgabe beginnen. Solltest du dich nicht mehr daran erinnern können, sieh dir bitte nochmal den Videozyklus direkte Proportionalität und indirekte Proportionalität an. Letzten Sommer habe ich während meines Urlaubs auf einer Alm einem Bergbauern bei der Arbeit geholfen. Der Bergbauer hatte letzten Sommer 12 Schafe und sagte, der Futtervorrat reicht noch für 8 Wochen und den ganzen restlichen Sommer. Nach 2 Wochen sind allerdings 4 Schafe spurlos verschwunden. Der Bergbauer vermutete, dass die Schafe von einem Wolf gerissen wurden oder vielleicht abgestürzt sind. Er überlegte nun, für wie lange der Futtervorrat für die restlichen Schafe jetzt noch reicht, aber leider war seine letzte Mathematikstunde schon vor vielen Jahren. Deshalb wusste er nicht, wie er denn nun diese schwierige Aufgabe löst. Glücklicherweise war ich zu dieser Zeit auf dem Berghof und konnte ihm bei der Lösung helfen. Leider ist seit diesem Urlaub für mich auch schon wieder über ein Jahr vergangen und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich dieses Beispiel gelöst habe. Allerdings habe ich in meiner Jackentasche noch einen Zettel mit der richtigen Lösung gefunden. Der Futtervorrat für 8 Schafe reichte nämlich noch für 9 Wochen. Kannst du uns helfen, die richtigen Lösungswege für diese Aufgabe zu erarbeiten? Am Ende dieser Videoreihe wirst du in der Lage sein, Textaufgaben wie diese zu Proportionalitäten selbstständig zu lösen. Im Laufe der Videoreihe wirst du erfahren, welche Rechnungen hier gemacht werden müssen und um welche Proportionalität es sich handelt. Bevor wir nun auf dieses schwierige Beispiel von vorhin eingehen, werden wir nochmal kurz wiederholen, was eine direkte und eine indirekte Proportionalität ist. Der Bergbauer bietet auf seiner Alm für Wanderer und Radfahrer als Snack zwischendurch Brot mit selbst hergestelltem Schafskäse an. Eine Familie mit 2 Kindern bleibt bei den Bergbauern stehen und jeder von ihnen wollte ein solches Brot essen. Wenn ein Brot mit Schafskäse 2,20 kosten, wie viel kosten dann 4 Brote? Als erstes müssen wir uns überlegen, ob es sich um eine direkte oder indirekte Proportionalität handelt. Um das herauszufinden, gibt es 2 kurze Merksätze. Kannst du mir helfen? Weißt du, wie diese Merksätze lauten könnten? Klicke kurz auf Pause und schreibe auf einem Blatt Papier, wie diese Hilfssätze lauten könnten. Der Merksatz für die direkte Proportionalität lautet, je mehr, desto mehr, beziehungsweise je weniger, desto weniger. Der Merksatz für die indirekte Proportionalität lautet, je mehr, desto weniger, beziehungsweise je weniger, desto mehr. Welcher Merksatz ist nun der passende für unser Brotbeispiel? Klicke nochmals auf Pause und sobald du die Lösung hast, wieder auf Play. Es ist der Merksatz für die direkte Proportionalität der richtige. Denn je mehr Brote bestellt werden, desto mehr kosten sie. Umso weniger Brote es sind, umso weniger kosten sie. Wenn ein Brot mit Schafskäse 2,20 Euro kostet, wie viel kosten dann 4 Brote? Als erstes erstellen wir eine Tabelle und tragen auf einer Seite die Brote und auf der anderen Seite die Euro ein. Danach setzen wir 1 bei den Broten und 2,20 Euro auf der rechten Seite ein. Um den Preis für 4 Brote zu berechnen, müssen wir auf beiden Seiten mit 4 multiplizieren, da es sich um eine direkte Proportionalität handelt. Wir können nun direkt 1 mal 4 auf der linken Seite rechnen und erhalten 4. Auf der rechten Seite multiplizieren wir 2,20 Euro mit 4 und erhalten 8,80 Euro. Versuche dir nun mit Hilfe der Tabelle den Preis für 8 Brote zu berechnen.
Klicke auf Pause und sobald du fertig bist, wieder auf Play. Um den Preis für 8 Brote zu berechnen, gibt es zwei Möglichkeiten. Bei der ersten Möglichkeit rechnen wir einfach 4 Brote mal 2 und das ergibt 8 Brote. Die gleiche Rechnung führen wir auf der rechten Seite durch und wir erhalten 8,80 € mal 2 sind gleich 17,60 €. Das heißt, 8 Brote kosten 17,60 €. Für die zweite Möglichkeit zur Berechnung des Preises von 8 Broten nehmen wir den Preis für ein Brot als Ausgangspreis. Wir multiplizieren jetzt einfach beide Werte mit 8 und erhalten wieder 17,60 €. Das Beispiel war bestimmt kein Problem für dich. Darum lass uns ein weiteres, etwas schwierigeres Beispiel lösen. Damit dem Bergbauern nicht noch mehr Schafe verloren gehen, hat er eine tolle Idee. Er will für seine Schafe einen Zaun aufstellen, damit diese vor Wölfen und Abstürzen geschützt sind. Der Bergbauer, seine Frau und ich benötigen für den Bau des Zauns 30 Stunden. Glücklicherweise war gerade eine Gruppe 6 starker Frauen auf der Durchreise und boten dem Bergbauern an, für eine Jause beim Bau des Zauns mitzuhelfen. Wie lange dauert der Bau des Zauns, wenn 9 Leute zusammenarbeiten? Als erstes müssen wir uns wieder überlegen, um welche Proportionalität es sich handelt. Versuche mit Hilfe der beiden Merksätze herauszufinden, welche Proportionalität das ist. Klicke auf Pause und sobald du die Lösung hast, wieder auf Play. Du hast gut überlegt. Ja, je mehr Leute mithelfen, desto weniger Stunden dauert es, umso schneller sind sie. Je weniger Leute mithelfen, umso länger dauert es, den Zaun zu bauen. Zuerst erstellen wir wieder eine Tabelle und schreiben als Überschrift der linken Spalte Arbeitende und der rechten Spalte Stunden. Unsere gegebenen Werte tragen wir in die Tabelle ein. Also haben wir nun links eine 3 und rechts die dazugehörigen 30 Stunden. Wir möchten uns nun berechnen, wie lange es dauert, den Zaun zu bauen, wenn es 9 Arbeitende sind. Dafür überlegen wir uns, wie wir von 3 Arbeitenden mit einer Division oder Multiplikation auf 9 Arbeitende kommen. Wir müssen also 3 mit 3 multiplizieren und erhalten 9. Allerdings rechnen wir nun auf der rechten Seite nicht mal 3, sondern dividiert durch 3. Also müssen wir 30 dividiert durch 3 berechnen und das ergibt 10. Es benötigen 9 Arbeitende 10 Stunden für den Bau des Zauns. Jetzt bist du an der Reihe. Klicke wieder auf Pause und berechne, wie lange der Bergbauer alleine für den Bau benötigen würde. Sobald du fertig bist, klicke wieder auf Play. Das hast du toll gemacht. Um die Arbeitszeit bei einem Arbeitenden zu berechnen, müssen wir nun bei der Tabelle mit den Werten von 3 Arbeitenden weiterrechnen. Wir rechnen also 3 dividiert durch 3 und erhalten einen Arbeiter. Da wir auf der linken Seite dividieren, muss jetzt auf der anderen Seite multipliziert werden. Das heißt 30 mal 3 ergibt 90 Stunden. Der Bergbauer benötigt somit alleine für den Bau des Zauns 90 Stunden. Wir haben nun die Rechentechniken für die direkte und indirekte Proportionalität wiederholt. In den nächsten Videos erfährst du, wie wir dem Bergbauern die Lösung des Futterproblems erklären können. Dann treten für den Bergbauern in Zukunft bestimmt keine Probleme mehr auf.